Yeah, hallo und herzlich willkommen zu Let's Try Everything, Folge 3. Wir fangen an mit Kirby 64 Crystal Shards. Und bevor einer fragt, ich spiele diesmal auf Originalkonsole, weil die ROM ein bisschen buggt. Nicht, dass sich einer wundert, wow, wo hat er eine funktionierende ROM her? Ist Originalkonsole. Und ich spiele einfach mal das letzte Level hier. Also nicht die letzte Welt, aber ja, die vorletzte, wenn man so will. Also, eigentlich, ja, die letzte Welt. Komm, eigentlich. Und warum mache ich das? Keine Ahnung. Also, jedenfalls die Erfahrung mit dem Spiel. Puh, also Let's Playen werde ich's. Nee, werde ich nicht. Ne, werde ich wahrscheinlich nicht. Ich will's gar nicht ganz ausschließen. Also, das Spiel ist auf jeden Fall cool. Weil man einfach mal alles miteinander verbinden kann. Zum Beispiel Elektro und Stein. Yay, es ist... auf jeden Fall ein richtig geiles Kirby-Spiel, das muss man sagen. Funpack ist zwar immer noch mein Lieblings-Kirby-Spiel, aber... boah, das kommt, könnte gut das zweite, mein Zweitlieblings-Kirby-Spiel sein. Hui! Hui! Das ist ein Battle Boss! Hui! Und das ist einfach! Hui, du bist tot! Und... ah! Und das ist ein Spielchen, bei dem habe ich schon 100%, deswegen gibt es hier keine Kristallsplitter. Oder ja, Kristallsplitter, Sternsplitter, wie auch immer. Und weil es ja langweilig wäre, ganze Zeit mit der Elektrostein-Technik zu spielen, werfen wir die einfach mal weg. Ha! Vielleicht kriegen wir mal eine richtig geile. Ah, nehmen wir, die lassen wir diesmal aus. Und Kuchen! Und nehmen wir mal Eis. Eisfeuer ist langweilig. Jedenfalls, oder ich mag die Waffe nicht. Eisbombe ist auch nicht gerade toll. Eisstein ist... was ist Eisstein? Ich weiß nicht, was Eisstein ist gerade. Ach ja, okay, das ist der. Er ist ganz okay, behaupte ich mal. Whee! Oh, Bombe ist... mit Bombe gibt es viele gute Sachen. Deswegen Bombe! Haha! Und das war schon das erste Level der letzten Welt. Die sind absichtlich so einfach gemacht. Weil das ist genau das gleiche wie das erste Level. Ja, das zeige ich jetzt nicht. Machen wir einfach mal. Jo, das, warum nicht das? Das ist ein Bosskampf-Level. Ein Mini-Boss. Jedenfalls muss man die ganze Zeit gegen Gegner kämpfen. Das ist das Prinzip hierbei. Alles nur Gegnerräume. Das finde ich ganz gut, um das mal schnell zu zeigen hier. Whee! Ich kann nicht mal coole Fähigkeiten zeigen. Bombe, Bombe. Bombe, Stachel. Nee. Bombe. Stein, Dynamit, ne. Ich sammle den blauen Stern nicht ein, oh mein Gott. Run, Kirby, run. Haha. Hui. So, was gibt's hier für Waffen? Elektrobombe, was ist denn Elektrobombe? Ich will jetzt mal eine Fähigkeit machen hier. Yay, yeah, was haben wir hier? Ich weiß aber nicht, was es ist. Oh, Stachy. Ich bin unverwundbar kurz und dann... bam. Hui. Stirbt. Ah. So, was kommt jetzt hier? Oh, keine Fähigkeit. Langweilig. Ich will Fähigkeiten zeigen. Und ich kann auch sliden. Ah, das war scheiße. Sliden. Hui. Ich will mehr Fähigkeiten zeigen. Ich zeig's viel zu wenig. Ich habe nur 5 Minuten Zeit. Da. Ist doch kacke. Was ist denn hier das? Was ist das? Ich weiß nicht, was ist. Och, die ist nicht gut. Ah, ich brenne. Ah, ich brenne. Ah. Hat gereicht. Okay. Stein. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Gleich ist meine Zeit um. Dann zeige ich nochmal. Stein, Stein. Ich bin groß und ich kann rollen. Ich wollte nicht zurückgehen. No. Ich frage mich, ob ich die Treppen hochgehen kann. Wenn ich denn nur will. Ja, ich kann Treppen. Muhaha. Aber runterrollen ist cooler. Hey,
Perfekt! Perfektes Timing! Aus! Nächstes Spiel! So, Luigi's Mansion. Und ich habe einfach mal irgendeinen Safe geladen, den ich hatte. Und da bin ich gerade bei der Stelle, wo man Boohoos fangen muss, damit man weiterkommt. Das habe ich einfach gerade mal mit dem Text demonstriert. Ohey! So, werde ich das Spiel mal let's playen? Ich habe vor, das zu let's playen, ja. Allerdings weiß ich noch nicht wann und... Ah ja, jetzt könnte ich eigentlich hier... Ah, ich hätte viel Geld kriegen können. Mit der Maus kann man viel Geld kriegen. Aber wenn ich dann Luigi's Mansion dann let's playen werde, wird das eine ziemlich schwere Challenge, hoffe ich jedenfalls. Und zwar werde ich die Hidden Mansion spielen, also die man freischaltet, wenn man das Spiel einmal durch hat. Und ich werde das Ganze ohne Geld einzusammeln machen. Also, das heißt, na, hier ist jetzt kein Geld. Komm her, Boo, ich will dich haben. Es ist kein Boo, nein. Also, ich habe das schon mal ge... Ja, zum Beispiel Geld, das dürfte ich nicht machen. Man könnte Münzen einsammeln und dann einen Treffer kriegen, dann würde man die Münzen wieder verlieren. Das mache ich dann. Das muss man auch teilweise machen. Aber ich werde das Ganze mit null Geld durchspielen. Das ist machbar, das habe ich schon mal gemacht. Man muss nur einmal Geld kriegen und das ist zwar vom letzten Endboss. Da muss man einen Diamant kriegen. Aber dagegen kann man da wirklich nichts machen. Naja. Und ich sehe gerade was. Der untere Bildschirm ist ein bisschen abgehakt, oder? Ihr seht, glaube ich, gar nichts gerade vom unteren Bildschirm. Ja, ich habe einen neuen Grabber. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Aber das fällt mir erst jetzt auf. Das ist ein bisschen blöd. Also, im nächsten Spiel, was ich mit Grabber mache, ist das garantiert weg. Weil das ist dumm. Naja, mal gucken, wie viel Boost wir kriegen in 5 Minuten. Nein, hau nicht ab. In mein Boo. Außerdem war Luigi's Mansion das erste GameCube-Spiel, was ich gespielt habe. Jedenfalls, soweit ich das weiß. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es vor Sunshine gespielt. Boo, komm her! Ich habe außerdem noch nie 100% in dem Spiel gehabt. Und mit 100% meine ich nur alle Geister. Habe ich bisher noch nie gehabt. Könnte ich vielleicht in dem Playthrough dann auch, in dem Let's Play dann auch versuchen. Wenn es sowieso eine Challenge werden soll, warum denn nicht? Ist halt nur schwer, die ganzen Boosts zu kriegen, wenn überall Geld aus den Schränken rausfliegt. Und ich will kein Geld. Aber ich denke mal, das ist machbar. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir brauchen 5 Boosts, um weiterzukommen. Vielleicht kriege ich die ja noch zusammen. Haha. Haha. Boden. Da oben. Nee. Oh, könnte was sein. Im Stuhl. Nein. Wo könnte einer Bu sein? In der Lampe. Nein, Geld. In der Lampe. Tabu! Nein, der Endboss von Brawl. Nein. Wehe, du haust ab, wehe, du haust. Mann. Mann. Der ist abgehauen. Der müsste dann theoretisch hier sein. Jupp, da ist er mit 3 KP. Denkst du, du kannst echt noch was ausrichten? Nein, kannst du nicht. Haha. So speichern wir mit unserem Gameboy Horror. Und vielleicht kriegen wir noch einen. Wir haben nur eine Minute Zeit. 50 Sekunden etwa. Um noch einen Boot zu kriegen. Die ist noch geschlossen. Schnell, wo könnte es sein? Da. Ach, fuck, der hat mich verarscht. Da. Da. Ja. Turbo! Und er ist hoffentlich nicht so turbo-schnell weg. Ja, das war knapp. Habe ich den tatsächlich noch gekriegt. Haben wir 5 Boos in 5 Minuten gekriegt. Weil jetzt kriege ich garantiert keinen mehr. Yeah.
Ich muss auf die Toilette, das war ein Tipp. Ey, ich habe gutes Timing diesmal. Na okay, bis zum nächsten Spiel. Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Warum leckt der Sound? Go, go, Power Rangers! Ihr seid alle blau und jetzt grün! Cool! Also, Power Rangers für den Game Boy. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel ist. Wir spielen einfach mal auf hart, weil wir es können und ohne Passwort. Und fangen wir an. Wir nehmen natürlich... ich weiß nicht, wer ist, aber ich weiß, dass hier Pink ist. Pink Palo Pilly, Hit Hello Kitty Power nehmen wir natürlich nicht. Wir nehmen natürlich Billy. Und das ist der Blaue. Jeder ist blau. Ha! Tja! Ha! Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich spiele es gerade zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung. Bisher sieht es ganz okay aus. Wow. Explodiert! 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 Ich hoffe, das wird noch anspruchsvoller. Oh. Oh, ey, der hat mich Schaden gemacht. Ha! Tja! Oh. Das bringt mir was. Die Musik ist ganz cool, das muss man ja sagen. Ha! Kann man... Oh. Ne, der ist natürlich gut. Ja, so kann man natürlich in beide Richtungen angreifen. Na, okay. Exploit! Aber trotzdem bin ich zu schlecht dafür. Wah! Wah! Warum versuche ich auch so durchzurennen? Weil es lustig ist, yeah! Oh, der war fies, der war fies. Ah, ah, der war fies. Ah. Oh, KP, ich kann jetzt wieder zwei Treffer kriegen oder so. Ich stelle mich echt blöd an. Aber ich renne hier auch durch. Wie ein Geisteskranker. Dabei kann ich auch Crouch Punch machen. Ha, tja. Tja. Nee. Ich sterbe noch im ersten Level. Ich bin nicht im ersten Level gestorben. Wow. Oh mein Gott. Wow, und jetzt bin ich... Wie heißt der? Megatron? Ich habe keine Ahnung. Und wir haben wieder Startmusik. Ja, im Titelscreen war sie cool, aber... Nochmal. Ah. Ah. Es scheint gar nicht so einfach zu sein. Ich bin tot. Nein. Megatron. Game over. Was? Ich bin einmal gestorben. Wie? Was ist ausgewählt? Das Schwarze oder das Grüne? Er guckt auf jeden Fall auf das Jetzt. Okay, gut. Billy war blöd, ne? Dann finde ich Kimberly. Pink Power, Hello Kitty Ranger. Du bist auch blau. Level 1. Oh, wieder beim Boss, okay. Wie soll man das denn machen? Ist doch dumm. Oh Gott. Man kann nicht so viel machen. Lecken. Seriously, was? Ha, 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 ha. Ja, Game Over, ich hab's verstanden. Und wir machen natürlich Continue. Ist scheißegal, wen ich nehme, oder? Blau, weil alle sind blau. Hey. Stelle ich mich blöd an oder kann man da nicht rüberspringen? Ja, doch, man kann rüberspringen. Wop, wop, ab. Oh Gott. Das war zu viel. Ha! Bitch! Bitch! Nein. Nein.
Oh nein! Das scheiß Spiel, verdammte Kacke! So, Kirby's Fun Pack. Und ob ich dieses Spiel mal Let's Play werde, brauche ich glaube ich nicht beantworten, weil ich es gerade zur Zeit Let's Playe. Oh mein Gott. Und ich versuche jetzt in 5 Minuten einfach mal die Story durchzuspielen. Also mal einen kleinen Speedrun zu machen, warum nicht? Haha! Ah, ich habe die Sound ein bisschen scheiße eingestellt, aber es ist okay. Ja, es ist scheiße. Aber ich mache das jetzt 5 Minuten. Komm. Ich muss mich beeilen, wenn ich hier echt in 5 Minuten durchkommen will. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich gebe mein Bestes. Ha. Ha. Ja, nehmen wir einen Partner. Partner kann eigentlich nicht schaden. Macht zwar nicht viel, Partner ist schlecht als Computer, aber egal. Ich meine, mit anderen Leuten habe ich das ja schon gespielt. Das habe ich ja mit Razor Game gespielt. Die Story meine ich halt damit. Und so, passt. Dann sind wir auch schon beim ersten Boss. Way, 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 peanut butter jelly, 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 baseball cap, peanut butter jelly. Oh, das passt, der Tanz sogar. Peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, with peanut butter marmalade. Warum habe ich jetzt Marmalade gesagt? Jelly ist doch Marmelade. Ach, egal. Float Islands. Rennen wir mal durch. Kein Karate Kid. Hui, hui, hui. Schneller. Nein, nicht da oben, Kirby. Nein. Weep, weep, weep. Das war dumm. Immerhin habe ich die Boxen aus der Weg gekriegt. Boxen, Blöcke, was auch immer. Meins und mein Partner kriegt natürlich nichts ab. Ich meine, warum sollte er was abkriegen? Und ich sollte meine Waffe mal wegschmeißen. Weg von hier. Aus dem öden Land. Ich mache meinen Partner weg, mein Partner sagt. Der kostet mich nur Zeit. Aber ich meine, selbst das Wegmachen von ihm kostet Zeit. Aber ich habe Angst, dass er mir jetzt die Atombombe kaputt macht. Weil die brauche ich irgendwie, um den Boss ein bisschen schnell zu machen. So. Komm raus, Boss. Tschüss, Boss. Wey. Puh. Das war der Boss. Genau so habe ich in meiner Let's Play auch gemacht. Peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, way, way. Okay, noch 2 Levels. Levels! Die Musik hört sich interessant an, muss man sagen. So ohne irgendeine Hintergrundmusik, die fehlt. Schwert, ich mag Schwert. Schwert ist meine Lieblingswaffe. Auch wenn Jojo cool ist, auch wenn Laser cool ist, auch wenn... Ja, es gibt viele coole Sachen. Aber Schwert ist meine Lieblingswaffe. Weil man so auf den Gegner drauf springen kann, nicht mit die Attacke hasse ich beim Schwert. Die Drehattacke, die ist unnötig. Bläh, die ist kacke. Man springt... Man macht den Gegner minimal Schaden und springt dann gegen ihn gegen. Und kriegt selber da viel mehr Schaden bei. Die Attacke ist dumm. Rein. Ne, ich glaube, ich schaff's nicht in 5 Minuten. Nein. Ich habe das Gefühl, dass die irgendwie nicht mehr so lange sind, die 5 Minuten. Fehl ich noch eine Minute. Ich sehe gerade die Zeit nicht, deswegen kann ich schlecht einschätzen. Bam! Hau genau in den Stern rein! Juhu! Cool. Okay, für solche Dinge ist es vielleicht ganz okay. Slide bitte. Du solltest sliden, aber okay. Pusten wir dich weg, weggepustet, Pferdsch. Und hoch und hoch und hoch. Oh nein, ich bin tot, oh nein. Weg hier. So, Wolke. Ich sterbe, ich sterbe.
Ich sterbe, weil ich bin allein. Ha! Okay, gutes Timing. Wie, jedes Mal habe ich geiles Timing. Was ist da los? Okay, Peanut Butter Jelly, over and out. So, man sollte vielleicht erwähnen, dass ich mir die Spiele, die Reihenfolge der Spiele nicht ausgesucht habe. Aber das ist schon das dritte Kirby-Spiel in diesem Bund, in diesen fünf Spielen. Und es ist Kirby's Air Ride für den GameCube. Ich werde dieses Spiel wahrscheinlich nie let's playen, leider. Ich würde es gerne let's playen, aber es ist einfach zu einseitig. Vielleicht werde ich irgendwann mal ein längeres Let's Show davon machen oder Livestream vielleicht, mal sehen. Jedenfalls, es gibt drei Modi in dem Spiel. Ich spiele einfach mal den lustigsten Modus, den besten Modus. Und zwar den City Trail Modus. Und werde einfach mal 3 Minuten das spielen, dann ein kleines Dings und dann erkläre ich noch ein bisschen was vielleicht zum Spiel. So, jedenfalls, das ist so eine kleine Map, in der man Power-Ups einsammeln kann. Ich habe jetzt eingestellt 3 Minuten Zeit, man kann das einstellen bis zu 7 Minuten. Was ich eigentlich empfehle, 7 Minuten, weil da kann man mehr einsammeln. Hat Sinn. Und nach den 3 Minuten kommt ein Minispiel. Und wenn man da gute Werte eingesammelt hat, dann hat man halt bessere Chancen. Klingt erstmal langweilig, aber es gibt viele Missionen, die man hier erledigen kann. Die meisten habe ich jetzt leider schon erledigt, also bringt mir das Ganze nicht mehr viel. Ah, geh kaputt, Stein! Genau. Die Mission werde ich dann nachher nochmal zeigen, wie genau das funktioniert. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum das Spiel Spaß macht. Mission. Vor allen Dingen die im City Trail Modus. In den anderen Modi, das ist einmal ein ganz normales Rennspiel. Ich glaube mit 8 oder 10 Maps. Jetzt ist zum Beispiel hier mal ein Event. Und zwar jetzt sind Restaurationsareale erschienen. Die bringen nicht allzu viel. Irgendwo können wir uns unsere KP aufladen. Bringt nicht allzu viel, aber nun gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau, es gibt einmal ein ganz normales Rennen. Da gibt es dann auch Missionen. Da sind oft die Missionen einfach nur, sei so und so schnell auf, entweder auf dem Fahrzeug oder allgemein, sei so schnell in einer Runde. Oder keine Ahnung. Und das andere ist dann so ein Rennspiel im 2D-Style, sag ich mal, wo man von oben sieht. Das gefällt mir auch sehr. Aber da hat man die alles, da hat man ziemlich schnell alles freigeschaltet. Aber das macht auf jeden Fall auch Laune. Ist halt nur blöd, dass man ziemlich ganze Zeit das Gleiche macht und deswegen kein Let's Play rausmachen kann, wirklich. Aber wie gesagt, ein längeres Show ist, längeres Let's Show ist vielleicht mal drin. Und ich habe jetzt schon 2 Minuten noch rumgelabert hier. Es gibt auch Dragon-Teile, die man vielleicht auch aus Brawl kennt. Es gibt da 3 Teile von. Wenn man 3 Teile davon einsammelt, dann kriegt man ein ultimatives gutes Fahrzeug. Und da gibt es 2 von einmal Dragon. Damit kann man überdimensional gut fliegen. Man kann fast aus dem Stand rausfliegen, weil ich fliege hier mal mit dem Stern. Ich habe immer noch mein Standardfahrzeug, fällt mir auf. Sollte man ein anderes Fahrzeug suchen. Und dann gibt es noch die Hydra. Damit ist man zwar anfangs ziemlich langsam, aber wenn man erstmal aufgeladen hat, den Boost, weil ich Boost, wenn man A drückt, dann lädt man hier so auf. Wenn man den voll aufgeladen hat, was richtig lange dauert, ist man sehr schnell. Und kann alles sozusagen mit einem Klacks umrahmen. Und das, da wäre es ein anderes Fahrzeug gewesen, aber das ist dumm. Ich mag es jedenfalls nicht. Ich hoffe jetzt echt noch, dass ich irgendwie ein Fahrzeug finde. Es sieht nicht so aus. In 5-3 Sekunden. Nee, ich finde kein Fahrzeug mehr. Ja, okay. Nicht viel geschafft in 3 Minuten, aber ich habe nur 5 Minuten Zeit, um das Spiel zu zeigen, also. Ja, ich habe ein paar Items eingesammelt, da wollen wir jetzt gar nicht. Und Airglider. Wir müssen so weit springen, wie wir können. Von der Rampe. Na, machen wir einfach mal. Also mir bringt das jetzt eigentlich nichts mehr. Ich habe schon ziemlich alles freigeschaltet. Hui! Hui! Also, und wie man sieht, meiner fliegt nicht allzu gut. Ah, die anderen haben auch nicht... Ah, sogar dieses Motorrad ist weiter geflogen als ich. Das soll was heißen. Hui! Und hier kann man auch ein bisschen rumhampeln. Bringt nichts. So, und dann zeige ich einfach noch Missionen, die man hier machen kann. Und zwar, da gibt es hier Data. Und das sind hier alle Missionen. Ja, es sind saumäßig viele. Da gibt es einmal Öffne Dragon. Ah, das ist jetzt sinnlos. Aber hier zum Beispiel, knocke mindestens 50 Gegner aus in einem bestimmten Spiel. Oder ein Drag Race, das ist ein kurzes Rennen. Muss man auf dem bestimmten Wagen
in dieser Zeit machen und insgesamt 30 Glide-Upgrades einsammeln und alle Bäume fällen in einmal. Das ist ziemlich einfach. Hier, das ist ziemlich blöd eigentlich. Alle Spieler müssen auf einer Grindbahn befinden. Das kann man eigentlich nur machen, wenn man Multiplayer spielt und nur zwei Spieler einstellt. Weil das ist sonst eigentlich ziemlich dumm. Aber okay, meine Zeit ist um. Und jo, das war Let's Try Everything Part Nummer 3. Ich bin Bridgeman. Blurk.